Was macht ihr denn hier? Ihr seid mit ins Schiff gekommen. Hier haben wir als Kinder gelebt. Wir wollten es einmal wiedersehen. Der Zustand ist schlimmer als ich dachte. Es war früher so friedlich hier. Keine Angst. Wenn wir Anse besiegen, wird alles wieder so wie früher. Auch deine Insel. Wirklich? Aber das bedeutet auch Abschied nehmen. Wenn die Welten wiederhergestellt sind, werden sie wieder voneinander getrennt sein. Jeder kehrt dann wieder dahin zurück, woher er kam. Dann besuche ich euch mit dem Gummijet, Leute. So einfach ist das nicht. Du hast vorher nichts von den anderen Welten gewusst, oder? Weil die Welten voneinander getrennt waren. Unüberwindbare Mauern trennten sie. Die Herzlosen haben diese Mauern zerstört. Aber mit den Welten kehren auch die Mauern zurück. Was bedeutet, dass auch Gummijets nichts nützen? Heißt das, dass wir uns nie mehr... Auch wenn wir uns nicht wiedersehen, vergessen werden wir einander nie. Egal wo wir sind, unsere Herzen werden uns wieder zusammenführen. Weißt du was? Ich könnte dich nie vergessen, selbst wenn ich wollte. Was soll das denn bedeuten? Schau! Schnell, komm her und verschließ das Schlüsselloch! Sora, viel Glück. Danke, Sora. Ich glaube, die Dunkelheit wird schwächer. Aber ich fühle, dass sich irgendwo weit weg eine mächtige Dunkelheit zusammenbraut. Es ist das Herz der Dunkelheit. Dort, wohin Anselm gegangen ist. Dann nehmen wir den Gummijet und knüpfen uns Anselm und die Herzlosen vor. Wahr gesprochen, Meister des Schlüsselschwertes. Wir schenken dir diese Kraft, um dich zu unterstützen. Die Kraft der Hitze erhalten. Feuer hat sich zu Folger weiterentwickelt. Wunderbar. Sora, dein Mut kann unsere Welten zurückbringen. Wenn die Dunkelheit gewichen ist, wird alles so wieder wie früher. Wird Kairi wieder auf der Insel sein? Ganz bestimmt. Und du ebenfalls. Ich gehe erst nach Hause, wenn ich Krieger und den König gefunden habe. Okay, wir haben das Schlüsselloch versiegelt. Speichern wir hier mal. Dann schreiben wir doch gleich mal in den Gummijet und schauen mal, wohin wir können. Der Arena des Lips findet zurzeit ein Wettkampf statt. Aber dieses Mal soll es wirklich gefährlich sein. Okay, das wäre jetzt die letzte Welt, die wir besuchen müssen. Und hier wäre die Arena des Olymps, da wo der Wettkampf stattfindet sollte, aber den würde ich vorher auf jeden Fall noch machen, bevor wir weitergehen. Weil es da interessante Sachen noch zu gewinnen gibt. Die Kämpfe wären zwar jetzt nicht einfach, aber ich würde es gerne noch machen. So, sind wir ja schon da. Das letzte Mal hast du mich besiegt. Das nächste Mal wird es nicht so einfach. Ja, ja, warte mal ab. So, jetzt speichern wir mal hier mal.
Und den Wettkampf machen wir dann im nächsten Part, hätte ich gesagt. Okay, dann bis zum nächsten Part. So, wir sind jetzt zurück in der Arena des Olymps. Wir wollten den letzten Wettkampf mitmachen. Du kennst die Regeln, oder? So, diese Fragezeichen, die machen wir nicht. Wir fangen jetzt zuerst mit dem Hades Cup an. Zu dritt natürlich. Ja, wir müssen jetzt vor Platz 49 anfangen. Ja, ihr habt es richtig gehört, wir haben jetzt 50 Kämpfe vor uns. Ich hoffe mal, dass es mit unserem neuen Schwert eigentlich hoffentlich kein Problem wird. Aber trotzdem, einfach wird es trotzdem nicht. Aber es ist halt so eine super Sache, um zwischendrin zu leveln und einfach sich bereit zu machen für die letzte Welt. Weil man wirklich gute Sachen gewinnen kann. So, Items können wir wenigstens benutzen, die werden wir auch brauchen. Ja, mir gefällt aber das Schwert schon rein von der Optik her. Ich finde das saumächtig. Okay, Blattflüßler, okay, so würde ich mich auch nicht nennen als Team. Okay, mal ein bisschen heilen zwischendrin, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir die Blattfüße zusammen. Mal schon einen Fuß. Ja, der zweite ist auch platt. Na, der letzte. Der wird schon auf uns. Okay, auf Spinnen drin und dann noch Affe dazwischen. Das passt auf jeden Fall zusammen. Okay, die sind vielleicht nicht stark, aber lästig. Genau, Donald heilen, das ist immer gut. Okay, was müssen wir jetzt mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Die Angreifer sind nämlich weg.
Okay, jetzt kämpfen wir gegen Yuffie. Alleine, schauen wir mal. Okay, die nerven jetzt schon. Auf jeden Fall soll das wehtun. Wie beim Boxen in die Ecke drängen und raus. Hey, Donald unterstützt uns, das passt wunderbar. Genau, Donald, heilen. Die hat sich selber gehalten. Ob den jetzt so schon nervig genug wäre. Alter, jetzt hat sie schon wieder kalt, ich halte es nicht aus. Nichts ist mit heilen. Nicht schon wieder, jetzt komm. Soll sich nicht heilen. Halt, dann nervt die. Sehen wir es doch endlich mal haben. Endlich! Nervt die blöde Schrulle. Genji-Schild erhalten, okay. Hört sie mächtig an. Okay, von der Seite angreifen. Ja, Donald passt wunderbar auf uns auf. Das kann man übrigens auch ändern, diese Einstellungen. Was Donald und Goofy, wie sie sich im Kampf verhalten sollen. Donald ist jetzt vor Grund aus so eingestellt, dass er uns unterstützt und heilt. Wo ich als Nahkämpfer sehr bevorzuge. Die Einstellung auch grundsätzlich immer lass. Okay, langsam werden die Gegner anspruchsvoller. Ah ja, immer noch 45 Kämpfe vor uns. So, jawohl.
Da ist der letzte. Jetzt haben wir wieder zwei so Fettsäcke dabei. Die können wir getrost verzichten, ne? Zum ersten Mal die kleinen Fieder da kaputt zu machen.